gucken mal, unsere Zuschauer sind wieder dabei. Ja. Hey, ja, dann herzlich willkommen bei unserer ersten Wanderung. Im neuen Jahr, natürlich. Genau, richtig. Ja, wir sind heute nämlich im... Selgetal. Ganz genau, im wunderschönen Selgetal im Winter. Wir gehen heute ungefähr 14 Kilometer, 14,5 und machen, wie viel Steinbild nochmal? 4. Und wir sind auf Burg Falkenstein. Ja, aber nicht die Bibliothek am Burg Falkenstein. Das weißt du ja gar nicht. Wir sind Papa und Greta auf unseren 4 Füßen. Wir wandern geschwind. Wir Wandersleute sind... Verrückt. Also, schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß bei den nächsten Minuten. Was hast du denn da? Ein Kompass. Geil, ein Kompass. Also, bis nachher. Also, wollen wir los? Ja, ich muss nur kurz wissen, wo Norden ist. Hinter uns? Nein. Oh, siehst du da oben schon? Die Burg durch schon mal? Nee, siehst du? Da. Die ersten 600 Meter sind hinter uns. Wir haben uns gerade der Jacke und meinem Schal entledigt, weil es doch ganz schön warm wurde. Ja, 600 Meter und wir haben schon das erste Highlight. Und zwar die Burg Falkenstein. Kann man von hier aus wunderbar sehen. Und das ist, glaube ich, schon das erste bisschen von dem geilen Selgetal, was uns hier erwartet. An einfach schönen Bildern und Aussichten. Und geil. Also, schön, dass ihr dabei seid nochmal. Hallo. Schaffen wir? Mhm. Meinst du, wir finden Bibi und Tina da oben? Nein. Ich werde alt. Unglaublich. Genau, je schneller wir oben sind, desto eher können wir essen. Gutes Motto. Ja. Um 1120 wird Burkhard von der Konradsburg erstmals als Herr zu Falkenstein genannt. Seit 1155 tauchen die Falkensteiner als Grafen auf. Seit 1946 gibt es in der Burg auch ein Museum. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Burg öfters ihren Besitzer. Heute ist sie im Besitz des Landes Sachsen-Anhalt. Unter anderem war die Burg eine Kulisse für die 7-teilige Kinderserie des DDR-Fernsehens Spuk unterm Riesenrad. Aber berühmt wurde der Falkenstein um das Jahr 1230, weil in seinen Mauern Eike von Repgow den Sachsenspiegel verfasst hat. Das erste und zugleich bedeutendste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters für Nieder- und Mitteldeutschland. Wir haben gerade ein bisschen Wegfindungsprobleme und wir haben jetzt den richtigen Weg gefunden. Dafür müssen wir aber da runter. Eieieiei, schaffen wir das? Ja, meine Greta. Aber, warte, gucken wir gleich. Oh, der Weg ist verquert. Ah, ich glaube, wir müssen runter, weil wir müssen ja wieder hoch dann. Oh. Ich weiß, das ist nicht schön. Mhm.
Wow, hier hat der Sturm wohl ordentlich gewütet, wa, Gretchen? Ja. Der ganze Weg ist ja voller Bäume. Hätten wir das vorher gewusst. Also gesperrt war die Strecke nicht. Ja. Na egal. Das war cool. Ja, ganz genau. So ein Klettern auf jeden Fall sehr cool. Das ist ja was für ein Liesbett. Ach, das war richtig was für ein Liesbett. Ich könnte das hier ausprobieren. Das wäre... Die Geschichte wäre, glaube ich, auch was für ein Liesbett. Das ist auch irgendwie über die Revolution. Das denke ich auch. So. Sportlich, junge Dame. Kilometer 3, wir haben ein kleines ernsthaftes Problem, und zwar hat sich der Fluss oder das Flüsschen oder der Bach gedacht, er hat sich gedacht, er läuft einfach über den Weg mal rüber. Wir können einmal über die Steine, aber Greta, guck mal. Ja, erstmal das, hier, guck mal, matschig, aber hier sind Stöcker. Oh, Gott sei Dank. Schaffst du es oder soll ich die warte mal, ja eben, deswegen mal. Warte mal, geh mal, versuch mal, hier zu gehen, auf dem. Ja. Da. Oh, Greta. Oh, nee, geh weiter. Oh, super Spatz, toll. Ach, drei ist hier sogar. Schüttete am Mettenberg. Kilometer 5,8, Stempel 203. Wir haben unser Essen schon aufgebaut und schon ein bisschen was gegessen. Ich musste gerade den Akku wechseln, weil die Kamera spinnt ein wenig. Wir sind hier an der Schutzhütte am Mettenberg, heißt das, oder? Mettenberg. Und ja, eigentlich voll süß hier. Haben wir schon mitgespielt vorne. Da kann man gucken, wie schwer unterschiedliche Holzarten sind. Voll klasse. Und welche war die schwerste Holzart? Der schwarze von links. Der schwarze von links, mal gucken. Der weiße der zweite von links. Ach, der zweite von links ist noch die Eiche. Sehr gut. Das ist auch, glaube ich, die schwerste hier. Top. Ja. Kilometer 6,9. Endlich geht's wieder in den Wald. Raus aus der Talsohle. Und rein auf den Berg. Peter, bist du bereit für die Höhenmeter? Ja. 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 Ich auch. Ich muss mich mal kurz verschnaufen, Papa. Ja, na klar. Auf der Hälfte des Berges. Ja. Ja, Katja, auch für dich. Katja. Kati. Mein ausgedachtes Pokémon. Oh, da kommen schon Leute, die gehen die runter. Die haben es gut. So, Gretchen, jetzt pack mal die Karte aus. Da vorne ist nämlich eine Weggabelung. Zeig mal, wo wir lang müssen. Wir müssen ja dann jetzt da sein. Ja, sieht fast so aus. Ja. Dann ist da Norden und wir müssten dann ja eigentlich hier lang. Aber da ist ja gar kein Weg. Wieso nicht? Geradeaus oder links müssen wir? Wo hast du drauf gezeigt? Zeig mal her.
Ich habe. Ich habe dahin geht's in die Richtung. Ja, genau, da sind wir ja auch drauf. Wir müssen nach Westen, aber da ist kein Weg. Also müssen wir quasi, wenn wir hier oben drauf sind, dann müssen wir ja quasi, um da hinzukommen, was machen? Weiter? Geradeaus. Jawohl, genau, also gehen wir da lang. Sehr gut. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm und hat vor lauter Purpur ein Mäntelein um. Aber schöne Aussicht. Oh, sie ist perfekt, die Aussicht. Guck dir sogar die Bäume da hinten an. Ja. So grün und dazwischen so ein bisschen braun. Das sieht aus wie ein schönes Muster. Und wir können ja schön essen. So, ganz langsam zum Dings bitte gehen. Geht hier. Hatte man nein. Schönste Stempelstelle 21. Geil. Und die 204. Selke Sicht. 330 Meter über Null. Wie geil ist das denn? Was? Ach cool, sag mal. Werde Gottes Freund. Okay, was steht auf meiner Seite? Gott liebt dich. Oh, wie ein Glück. Ja. Ein Stein. Ein Stein, ja genau, das ist cool. Oh, ich ist für mich hier schon wieder nichts. Eine nicht abgesicherte, obwohl hier geht es ja einigermaßen mit dem Laufen. Wir sind hier auf dem, wie heißt die Stempelstelle hier nochmal? Selkesicht, ne? Oder? Selkesicht an der Ackerburg oder Ackenburg. Die Ackenburg sollte wahrscheinlich hier oben gewesen sein. Ey, und ohne Scheiß, diese Aussicht. Sensationell. Okay. Viel fällt mir nicht, aber ey, diese Aussicht. Kilometer 11,5, Schutzhütte Engel Badeborn. Nice. Da ist ein kleiner Tisch drin und auch, wie Greta schon sagte, eine schöne Stelle zum Oberneiter. Oberneiter, so sieht's aus. Also, kann ich klar, kannst du dich da hinsetzen und ein bisschen rumgemütigen. Steine. Ja. Den kann man nicht gut abstützen. So, Kilometer 12,9. Wir müssen ein bisschen querfeld einen gerade, um den richtigen Weg zu gehen. Aber der Laubwald ist ja immer dankbar. Da gibt es ja eigentlich nur Laub und ein paar abgestorbene Äste. Insofern hoffen wir, dass wir da gut runterkommen hier, oder? Geht hier? Ja, machen wir auch. Warte. Geht aber eh morsch. Also zu dem Baum kommen. Ich hab dich. Ja, cool. Wir sind schon fast unten. Und in die Richtung müssen wir. Ohne. Okay, wir haben das Mausoleum gefunden. Die Stempelstelle 207, die ist direkt vor uns. Aber, ich zeige euch das mal. Da unten kann man sie schemenhaft, glaube ich, sehen. Aber wir müssten querfeld eingehen. Ich schaff das, da ist ein kleiner Durchgang dazwischen den Bäumen. Und wenn hier? Man sich kurz duckt, dann ist man schon da. Meinst du, das schaffen wir? Ja, ich schaff das. Okay, ich gehe vor und du... Gehst nach. Genau, dann packen wir deine Karte weg und die Handschuhe anziehen, falls sie ausrutscht. Weil dann kannst du dich mit den Händen abstützen. Ich hol die mal ihn zusammen. Der Papa wieder mit seinen Erziehungstipps hier. Die sind vorbei. Achso, jetzt auch wieder ein bisschen steiler. Ein bisschen fester. Das ist ein schönes Abenteuer. Ja, das stimmt. Papa, oh.
Gut, hatte ich mich. Gut, hatte ich mich festgehalten. Aber alter Schwede. Ich will nicht in der Schule. Nee, hast doch super gemacht. Ich stell mich, du gehst vor und ich stelle mich so lange hier auf diese Bahnstrecke. Oh. Eieieiei. Oh. Der war wohl ein Borsch. Geschafft, sehr gespannt. Mausoleum. Und hast du den Weg schon gefunden? Gut. Oh, geht auch wieder steil. Soll ich vorrutschen wieder? Oder willst du alleine vorrutschen? Ja, stimmt. Kilometer 13,1. Mit Abkürzung haben wir es zum Mausoleum geschafft. Spannendes Ding. Drin ist leider nichts mehr, das habe ich gerade schon gesehen oder wir gerade schon gesehen. Aber beeindruckend sieht es echt doch schon aus. Also, geh mal in die Hocke. Das ist mega angenehm. Ja, glaube ich. Da so kann man auch richtig gut drin baden. Das ist schön, schön kühl. Ja, glaube ich. Sehr angenehm. Das glaube ich, Spatz. Sehr angenehm. Jetzt möchte ich nicht rein. Du musst doch rüberspringen. Nochmal. Na komm. Ja. Jawohl, super, cool gemacht. Oh. Die erste, cool, oder? Ja. Also eine richtige geschichtsträchtige Brücke, dann geht hier schon seit 600 Jahren, 550 Jahren eine Brücke über die Selke. Okay. Gucken, hier, sehr schön. So, ihr Lieben, willkommen zurück am Auto. Geile Leistung, Greta. Unser erster Marsch. Super gemacht. Also, pass auf, ich guck mal rein, was wir gemacht haben. Wir haben genau 15 Kilometer heute gemacht. Punktgenau. Sind 33 Meter hoch und 350 Meter runtergelaufen. Wir sind weiter runtergelaufen, als wir hochgelaufen sind von hier. Wenn mir das passt. Wir haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,6 Stundenkilometer gehabt. Und waren eine reine Wanderzeit von 3 Stunden 15. Das heißt, wenn wir um 10.40 Uhr waren wir hier. Um 14 Uhr wären wir dann wieder da gewesen. Hätten wir keine Pause gemacht. Und wir haben genau 2 Stunden 40 Minuten Pause gemacht. Ist doch voll cool, oder? Tolle Leistung. Oder? Ersten 4 Stempel reingehauen. Also, ihr könnt unbedingt ins Sägetal, ihr müsst unbedingt ins Sägetal fahren. Richtig toll. Auch die Strecke, die wir gelaufen sind, für Kinder wunderbar, für Karre würde ich abraten. Da weißt du noch vorhin dieser, der Weg, wo alle Bäume rübergefallen sind? Nach der Falkenstein, nach der Burg runtergelaufen. Das war doof, ne? Bist du müde, Spatz? Ich will schlafen. Das machen wir jetzt auch. Nein, ich nicht. Ich muss nämlich Auto fahren. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like natürlich. Und was sagen wir mal zum Ende? Auch im neuen Jahr. Wandern nicht vergessen. Wandern nicht vergessen. Ist mir gerade eingefallen. Ist dir gerade eingefallen. Ab nach Hause. Schön war's. Echt toll. Hat auch Spaß gemacht, oder? Ja. Auch wenn du müde bist, meine Maus. Ich hoffe nicht mehr. Hä? Ich hoffe nicht mehr. Ach so.